Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 23.000, knapp 900 US-Dollar. Wir hatten vor wenigen Minuten noch einen kleinen Stop-Hunt. Darauf gehen wir jetzt gleich auf jeden Fall näher ein, was das zu bedeuten hat für den äh, Kursverlauf. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall an. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank gestern wieder für den geilen Livestream. Hat richtig Bock gemacht. Hoffe, alle Fragen konnten beantwortet werden, wer noch nicht geguckt hat, schaut gerne äh, in die letzten Videos, der müsste jetzt mittlerweile hochgeladen sein, also wer noch Bock drauf hat, sich noch ein paar Altkunst reinzuziehen, gerne angucken. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt bei einem neuen Video. So, wie gesagt, 23.900 US-Dollar wir haben. <laughs> Sorry ein bisschen erkältet. Ähm, wir haben über diese Zone hier gesprochen gestern auch im Livestream 4 Stunden Supply. Da hatten wir jetzt eben gerade diesen kleinen Stophand drüber. Also es das heißt kurz äh, die ganzen äh, Shorts da oben liquidiert. Daraufhin wurden neu eröffnet Volumen sehr sehr gering momentan sieht für mich wirklich nach einem Stophand aus. Dafür gehen wir nochmal ganz kurz in den 1 Stunden Chart. Wir haben dieses Hoch jetzt äh, im Endeffekt ausgelöst. Auch hier war noch relativ hohes Volumen in diesem Bereich, die haben wir jetzt auch mittlerweile zugemacht. Und jetzt könnte wirklich eine kleine Korrektur kommen. Also, wir sind jetzt knapp hier an unserer Bear Flag, je nachdem, was man dann zu senden. Also, ich nenne es mittlerweile nur noch Trendkanal nach oben hin, aber gerichtet durch die höheren Hochs, höheren Tiefs. Äh, haben wir jetzt noch als letzten Widerstand bei ungefähr 25.000 US-Dollar über uns, weil ich die Wicks verbunden habe. Manche sagen, jetzt sind wir schon drüber. Ich bin eher so, ihr kennt mich, ich bin eher der, der die Wicks immer ein bisschen verbindet. Deswegen 25k wäre die Linie zu durchbrechen, bevor wir dann ohne Probleme fast in Richtung 27.000 US-Dollar aufsteigen könnten. Danach sieht es aber meines Erachtens momentan nicht wirklich aus, denn wie gesagt, kleiner Stophand hunt hier. Wir sind hier gerade in so einer Konsolidierungsphase und bevor irgendjemand anderes es sagt, es sieht aus wie ein Bart Simpson-Pattern. Möchte ich jetzt einfach mal so sagen, aber im Endeffekt, wir haben hier eine kleine Konsolidierungsphase, wir haben den Pump von gestern auch wieder mit sehr, sehr viel Volumen. Deswegen gehe ich momentan wirklich eher davon aus, dass wir hier nochmal runtergehen. Die 1 stunden e Ribbons liegen hier. Das Void liegt hier. Und dann hier unten liegt die nächste äh, Support-Zone, nämlich eine 1-Stunden-Demand-Zone. Zeichnen wir auch gleich mal dazu ein. <laughs> Sieht man hier ganz gut. Hier ist die Support-Zone. Also, das wäre der erste Support. Vielleicht kriegen wir dann auch noch ein äh, Head-Shoulders-Chart-Petal. and -shoulders Das wäre jetzt die bearische Variante, dass wir hier nochmal ein bisschen hochgehen und dann wirklich zu unseren 21.500 US-Dollar kommen ist weiterhin im Bereich des Möglichen sehe ich auch weiterhin als wahrscheinlicher, dass wir uns, <coughs> dass wir uns diesen Bereich um 21.500 bis knapp 22.000 US-Dollar auf jeden Fall nochmal holen werden. Momentan äh, die Bitcoin-Long-Position ist 50% zu, habe ich mittlerweile zugemacht, einfach aus Sicherheitsgründen, bevor wir hier jetzt wieder irgendwelche Spielereien anfangen, Position 50% zu, auch die Altcoin-Positionen wie Solana und sowas auch 50% zu, einfach um ein bisschen Risiko rauszunehmen. Aber für mich sieht es eher momentan danach aus, einfach deswegen. Wir haben Bearish Divergence auf vielen, vielen Timeframes. RSI deutlich überhitzt, Volumen nimmt langsam ab. Sieht für mich eher momentan nach einer kleinen Korrektur aus. Klein, erster Step, 23K, brechen die 23K nachhaltig. Dann gehen wir wahrscheinlich in Richtung 22 bis 21,5. Sieht momentan eher danach aus, als dass wir jetzt hier Richtung 27, 28K auf jeden Fall durchbrechen. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Hat sich im Endeffekt sehr, sehr wenig im Gegensatz zu gestern geändert. Weiterhin Konsolidierungsphase, Volumen nimmt ab, RSI deutlich übergekauft. Deswegen brauchen wir uns jetzt ehrlich gesagt nicht länger damit aufhalten. Das ist jetzt so zumindest der erste Step. Was vielleicht noch wichtig ist, Quartalszahlen bei den US-Unternehmen. Amazon hat gut abgeliefert, könnte vielleicht um 15.30 Uhr nochmal einen kleinen Schub geben, nochmal nach oben. Vielleicht ist das dann genau dieser Move hier, den wir dann hier drüben kriegen. Aber ansonsten, Tech-Werte sehen relativ gut aus für die Phase, wo wir momentan haben. So. Dann Ethereum. Gleiches Spiel auch hier über den äh, Monthly R1 drüber gedippt. Auch hier für mich klarer Stophand. hunt Bearish Divergence liegt vor, abfallendes Volumen. Auch hier gilt für mich eher weiterhin diese Variante, dass wir hier auf jeden Fall nochmal runter gehen. Ob wir jetzt ins Golden Pocket als erstes gehen, müssen wir mal schauen. Zumindest der erste Step werden die 1600 US-Dollar, brechen die 1589 US-Dollar, kann es relativ flott hier in Richtung der, des Bereichs um 1460 bis 1480. Hier liegt das Golden Pocket. Hier liegt eine ehemalige Supportzone oder wieder ehemalige oder wieder Supportzone. Sieht man hier drüben ganz gut Support, Support, Support. Dann waren wir drunter, haben ein bisschen gestruggelt und dann der impulsive Move nach oben. Deswegen wäre es wichtig, auch hier nochmal diesen Move in das Golden Pocket zu bekommen mit der Supportzone und dann von hier aus vielleicht doch nochmal eine neue Rallye Anfang nächster Woche oder im Laufe der nächsten Woche zu starten. Ansonsten sieht grundsätzlich alles relativ bullisch aus. Muss man schon dazu sagen, bis auf so ein kleiner Rücksetzer, der meines Erachtens einfach fällig ist, sieht der Markt relativ gut aus. So, dann Cardano, haben wir gestern im Livestream drüber gesprochen, wenig Bewegung, wir müssen hier einfach nachhaltig über die 0,57 US-Dollar, ansonsten tut sich hier nichts. Solana, wie gesagt, habe ich 50% zugemacht, hat den Hintergrund, äh, r 1 kommt jetzt, wo wir schon fast rejected worden sind. Plus größere Widerstandszone, wo wir schon mal ein Fakeout drüber hatten. Deswegen auch hier für mich momentan eher die Situation Golden Pocket bei ungefähr 37,8 bis ungefähr 37,2. Da liegt das Golden Pocket, da liegt eine Supportzone, da liegt der 200 der SMA, viel viel Konfluenz. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt es, wer auf meinem Kanal unterwegs ist, hat bei BTC gut geklappt. Vielleicht klappt es bei Solana genauso gut. Volumen abfallend auf den kleineren Timeframes, Bearish Divergence. Also, die 37, 38 US-Dollar sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Würde ungefähr ein Drop vom jetzigen Level, können wir uns mal angucken, wie viel das bedeuten würde, von ungefähr 12%. Wäre eine kleine Korrektur, sage ich jetzt mal, ist aber nicht unwahrscheinlich. Vielleicht jetzt übers Wochenende sogar, schauen wir einfach mal. Aber ansonsten sieht der Markt grundsätzlich auf jeden Fall bullish aus. XAP, gleiches Spiel, noch kein höheres hochgebildet momentan. Wir haben dieses Supply-Zone auf jeden Fall schon mal rausgenommen. Gutes Zeichen ansonsten auch hier wenig Veränderung. Wir müssen über dieses Hoch bei 0,3884. Das ist wichtig, um wirklich hier den Move in Richtung der 0,44 US-Dollar Cent zu machen. Sieht aber momentan je nachdem eigentlich auch ganz gut aus bis auf der RSI plus das Volumen nimmt ein bisschen ab, also auch hier wäre vielleicht angebracht, doch noch mal einen Move vielleicht hier in Richtung des äh, Pivots bei ungefähr 0,35 zu machen, um noch mal ein bisschen Support, ein bisschen Kraft zu tanken. Und von hier aus dann, sage ich mal, diesen Move nach oben hin, vielleicht in der nächsten Woche zu machen. Vielleicht kriegen wir wirklich nächste Woche dann diesen Move, den wir schon die ganze Zeit uns wünschen. BTC 27, 28K. Ultra-bullisches Preisziel, also nicht jetzt hier wortwörtlich nehmen. Und dann sehen wir auch vielleicht die Altcoins auch mit deutlich, deutlich höheren Moves. Dann <coughs> Uniswap. Haben wir gestern auch im Livestream drüber gesprochen, mal. Vier-Stunden-Chart. Wir sind über dieses Supply, sind wir hier nicht drüber gekommen. Das war das Level. Das müssen wir brechen bei ungefähr 9,97 Dollar circa. Um ein höheres hoch zu machen, haben wir nicht geschafft. Das heißt, wir sind weiterhin in einem Downtrend. Das Szenario wäre das bullische Szenario. Wir wurden hier rejected. Dadurch wäre der erste Support jetzt erst einmal bei ungefähr 8,50 Dollar bis genau 8 Dollar. Bricht diese Zone hier? Gehen wir wahrscheinlich nochmal deutlich tiefer in den Bereich der 7 Dollar. Wir ziehen hier mal ganz kurz das FIP-Level, ob wir hier noch irgendwelche äh, Parallelen sehen. Da sieht man auch so 67, 57 ist auch hier dieses ehemalige Ascending Triangle, wenn man das so nennen darf, oder dieser ehemalige Widerstand hier. Würde dann zu Support werden, aber momentan, ich würde hier nicht blind reinschotten oder auch nicht blind rein long. Finger weg davon. Nach solchen impulsiven äh, Anstiegen haben wir gestern auch in der Gruppe öfters diskutiert. Nicht FOMO reinrennen, nicht irgendwelche Shorts eröffnen mit hohen Hebeln, nicht irgendwelche Longs mit irgendwelchen Hebeln eröffnen. Finger weg warten, bis sich neue äh, Positionen ausbilden, sage ich jetzt mal. Und den Markt erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. So, soviel zu mir, kurz die News, was ist Crypto-Jacking und warum ist es auf Rekordhoch, kenne ich persönlich selber nicht, lest euch gerne den Artikel durch, ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch allen auf jeden Fall einen guten Start in das Wochenende, guckt nicht so viel auf die Charts, genießt das Wetter, bleibt gesund, wir hören uns auf jeden Fall morgen früh zum Update-Video wieder, bis dahin, ciao, ciao, stay crypto.